Rudolf Augstein will Bundestagsabgeordneter für die FDP werden. Als dies bekannt wurde, habe ich mich gefragt, was ich täte, wenn ich nicht in der Chefredaktion des Spiegel wäre. Ich hätte ihn interviewt, denn er erscheint mir als der klassische Gesprächspartner in dieser Reihe, ein Intellektueller von Rang, der in die praktische Politik geht. Freunde haben mir abgeraten, ihn zu befragen. Ich tue es dennoch. Missdeutungen muss man gegebenenfalls in Kauf nehmen. Augstein kennt keine meiner Fragen. Die einzige Verabredung, die es gegeben hat, war, wir siezen uns, weil wir meinten, dass nicht das sonst übliche Du ablenken sollte von unserem Gespräch. Sehen Sie zu Protokoll Rudolf Augstein. Herr Augstein, Sie werden im nächsten Jahr 50. Gut 25 Jahre haben Sie im Spiegel gearbeitet, jetzt wollen Sie in die praktische Politik. Ist dieser Schritt zuallererst einmal begründet in dem ganz persönlichen Bedürfnis, noch einmal in Ihrem Leben etwas anderes, Neues anzufangen und zu machen? Hier kommen zwei Umstände glücklich zusammen. Ich möchte tatsächlich etwas Neues anfangen, aber ich hatte bisher diese Chance, politisch etwas Neues anzufangen, nicht. Seit dem Freiburger Parteitag der FDP habe ich diese Chance. Wir kommen auf die programmatische Seite dieses Schrittes noch. Zunächst wiederholt die Frage, zuallererst ein persönlich begründeter Schritt. Ja, sicherlich ein persönlich begründeter Schritt, aber bitte vergessen Sie nicht, dass ich ja möglicherweise als Politiker hätte anfangen können, wenn ich nicht durch Zufälle in die Journalistik verschlagen worden wäre, nach 1945. Sie sind ein Glückskind, erfolgreich anerkannt als geradezu der Spitzentyp des westdeutschen Intellektuellen Ihrer Generation, reich und also materiell unabhängig, ein Sonntagsjunge. Das ist Ihre Definition. Ich bleibe mal bei ihr und fahre dann sofort. Und jetzt kommt eine Bundestagskandidatur von oben her, trotz langer Parteimitgliedschaft ohne wirkliche Parteiarbeit, weil Sie eben Rudolf Augstein sind. Ich sage nicht, dass dies nicht parteisystemimmanent wäre. Das gibt es immer wieder mal, aber man kaschiert es gern. Das hat man in Ihrem Fall eigentlich nicht einmal versucht. Sind Sie es gewöhnt, nach dem Motto voranzukommen, Augstein kommt, sieht und siegt? Wenn Sie sich die Situation vorstellen, und ich glaube, Sie haben genug Fantasie dazu, dann wissen Sie, dass dieser Schritt aus eine Art Spitzenposition des Journalismus in die praktische Politik anders überhaupt nicht vor sich gehen kann, als es jetzt versucht worden ist. Im Übrigen wollen wir ja nicht vergessen, dass ich noch nicht gewählt bin. Die Delegierten haben da das erste und das letzte Wort. Es kann also sein, dass sie den Politiker Augstein überhaupt nie erleben werden. Wie viel ist Glück an dem, was Sie aus Ihrem Leben gemacht haben? Ich könnte jetzt mit einer sehr banalen Sentenz aus dem Schullesebuch antworten, die wir beide kennen. Dass der Tüchtige Glück hat, oder was? Wollen wir sagen, dass Unglück auf die Dauer nur der Untüchtige hat. Aber wahr ist doch eins, ohne einen inneren Drive und ohne die Arbeit, die diesem inneren Drive zum Erfolg führt, ist nichts zu machen. Herr Augstein, wenn politische Betätigung mehr sein soll als die Befriedigung persönlicher Motive, dann muss man doch die Veränderbarkeit des Menschen für möglich halten. Denn von der Veränderung eines politischen Systems an sich, ohne Veränderung auch des Menschen, lassen sich diesseitige Heilserwartungen doch wohl nicht mehr ableiten. Dass die Menschen sich ändern, auch durch die Tatsachen, die sie selber setzen, ist sicher unbestritten. Dass man den Menschen ganz bewusst verändern kann, möchte ich sehr stark bezweifeln. Oder richtiger gesagt, ich halte das für unmöglich. Aber der Mensch verändert sich. Die Menschen. Gut, in ihren Menschen. Bedingungen verändern sich mit ihren Bedingungen, an denen sie selber mitwirken. Dieses bedeutet doch aber auch, dass sie ein gewisses Vertrauen in die Besserungsfähigkeit des Menschen setzen. Nein, ich glaube nicht, dass der Mensch verbessert und gebessert werden kann. Ich glaube aber,
dass die Bedingungen, unter denen Menschen zusammenleben, und die Einsichtsfähigkeit in diese Bedingungen, die allerdings kann verändert und auch zum Besseren verändert werden. Aber es bleibt der alte Adam. Ich glaube, es bleibt der alte Adam, ja. So banal das klingt. Die von Ihnen jetzt als sehr gering angesetzte Veränderungsbreite der Menschen durch veränderte Umstände, durch veränderte Ausbildung und Bildung, durch veränderte Chancen, genügt Ihnen als Operationsfeld der Politik? Ja, wir haben kein anderes Operationsfeld, wenn wir überhaupt irgendetwas ändern wollen. Nun gelten Sie aus vielen Gründen, und manche Gründe davon erscheinen mir durchaus gute Gründe zu sein, Sie gelten aus vielen Gründen als ein Zyniker. Das, was Sie nun, wenn auch relativiert, als die Veränderungsfähigkeit des Menschen ausgegeben haben, wie verträgt sich das mit dem Zyniker Augstein? Was ist Zynismus? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Dummen den Zyniker einen Zyniker nennen. Ich betrachte mich durchaus in dem Sinn als Zyniker, als ich versuche, auch schlechten Verhältnissen eine sarkastisch-humoristische Spielart abzugewinnen. Also mich trifft man nicht, wenn man mir sagt, ich bin ein Zyniker. Im Übrigen brauchen wir von dem philosophischen Begriff der Zyniker in diesem Fall nicht auszugehen. Nein, das müssen wir nicht. Und wir müssen nicht einmal ausgehen davon, dass ich dieses etwa als einen Vorwurf vorgebracht hätte, sondern als eine Attitüde verstanden sehen will, zu der Sie, wie möglicherweise viele Ihrer Generation, neigen. Umso mehr wiederhole ich die Frage, wieso ein Zyniker Ihrer Generation jetzt sagt, nun will ich in die praktische Politik. Es sind am Ende dann doch die persönlichen Umstände. Zum Zyniker nochmal. Ich mache mir das Leben durch Sarkasmus erträglich bis fröhlich. Ich versuche das. Im Übrigen muss ich Ihnen sagen, in der Politik soll es ja auch nicht tödlich ernst zugehen, jedenfalls wenn möglich nicht. Und ich habe nichts dagegen, Politik auch sarkastisch zu machen, wenn hinter dem Sarkasmus Sinn und Ziel stecken. Halten Sie für möglich, dass Sie diese Haltung als aktiver, ausübender Politiker aufrechterhalten können? Mit dem gegenwärtigen Personal der FDP durchaus und jederzeit. Mit Herrn Mende niemals. Diese Antwort klingt ein bisschen geschönt. Glauben Sie ernsthaft, dass das, was Sie eben als Ihre, Ihnen angemessene Spielart politischen Handelns ausgegeben haben, nämlich auch ein bisschen Sarkasmus drin, ein bisschen unernst, ein bisschen haben Sie es nicht eine Nummer kleiner, so nach diesem System, dieses ist doch ohne Ansehen der Parteien in Bonn eine bisher fast unmögliche Haltung. Finde ich überhaupt nicht. Das schafft ja selbst in seinen besten Minuten der Bundeskanzler. Der doch nun wirklich hoch genug ist. Diese schafft auch Genscher? Selbstverständlich. Also wenn Sie das bezweifeln, kennen Sie ihn nicht. Ich bezweifle es. Dann kennen Sie ihn vielleicht nicht. Haben Sie ein Endziel in der Politik, Herr Augstein, das Sie zwar nicht hoffen können zu erreichen, aber das dennoch die Richtung und Maßstäbe Ihrer politischen Arbeit bestimmt? Oder gehen Sie davon aus, dass eigentlich sich alles immer wieder nur so im Kreise dreht, mal ein bisschen besser, mal ein wenig schlechter, im Kern aber unverändert? Also die Worte, die mit End anfangen, gegen den habe ich ein gewisses Misstrauen. Und im Moment habe ich das Endziel, Abgeordneter des Deutschen Bundestages zu werden. Die Antwort genügt mir nicht. Wenn Sie mal Ihr Misstrauen gegenüber Wörtern, die mit End anfangen, überwinden würden. Es gibt ja doch durchaus den feststehenden Begriff eines Endziels in der Politik. Haben Sie nun ein solches Endziel als liberaler Politiker oder haben Sie es nicht? Nein, ich habe es wirklich nicht, denn es gibt auch nicht den Endstadium der Gesellschaft, es sei denn das Ende der Welt überhaupt. Und für das Ende der Welt überhaupt zu arbeiten, habe ich nun allerdings gar kein Interesse. Heißt das, was Sie eben sagen, dass in Wahrheit
alle Politiker, wenn sie sich genau genug erforschten und aufrichtig wären, einräumen müssten, dass sie eigentlich auch kein Endziel haben? Eben und genau dies. Was ist von Politikern zu halten, die vorgeben, sie hätten eins? Vielleicht haben sie nicht genügend nachgedacht, vielleicht brauchen sie diesen Motor, vielleicht brauchen sie die fromme Selbsttäuschung. Ich will ihnen das überhaupt nicht nehmen. Nur ich für mich brauche das als Antrieb nicht. Was ist denn Ihr Ziel, außer Abgeordneter zu werden? Was ist denn Ihr Ziel, wenn Sie es sind? Bessere Politik zu machen, bessere Zustände zu schaffen, Vernunft zu wecken, Vernunft durchzusetzen und für mich persönlich Einsicht in das, was man nicht machen kann. Auch das ist sehr wichtig, gerade für uns Journalisten, für uns gewesene Journalisten, wie ich vielleicht in einigen Monaten werde sagen können. Sie wissen, Herr Augstein, dass die nachfolgende Generation höhere Erwartungen an den Segen und Nutzen geschlossener Ideologien knüpft, als unsere Jahrgänge es getan haben. Jede nachfolgende Generation, ja. Bei jeder würde ich zweifeln, weil ich sagen würde, dass die Generation der 40- bis 50-Jährigen, zu der wir gehören, dieses nicht getan hat. Wir sind doch mit einem starken Unbehagen gegenüber geschlossenen Konzeptionen und gegenüber geschlossenen Ideologien erwachsen geworden nach 1945 und haben uns diesen Pragmatismus eigentlich, wie ich finde, bisher bewahrt. Bleiben wir mal bei der Frage der nachfolgenden Generation, die dieses stärkere Bedürfnis nach Theoriebewusstsein hat, als es die Scheißliberalen gehabt haben in den letzten 20 Jahren. Welchen Wert haben in Ihren Augen Ideologien, geschlossene Konzeptionen? Aber, Herr Gauss, wir sind doch in eine geschlossene Konzeption hineingewachsen. Wir haben doch ganz naiv 1945 die formale Demokratie angenommen und haben sie beinahe als einen absoluten Wert gesehen. Richtig. Wir sind doch in der Zwischenzeit, und das ist ja auch der Sinn dieser studentischen Unruhen für uns persönlich gewesen, wir sind doch über das Relative dieses Werts formale Demokratie aufgeklärt worden und haben uns auch, glaube ich, dabei aufklären lassen, dass unsere praktischen Einsichten davon nicht wesentlich geändert worden sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber auch wir sind in ein geschlossenes System hineingewachsen und haben die Relativität aller geschlossenen Systeme dann später anhand ideologischer Gegenpositionen kennengelernt. Das bestreite ich. Ich meine, dass wir nach 1945 zwar sozusagen Klippschulvorstellungen, Fiebelvorstellungen von Parlamentarismus und von American Way of Life und was dieses also für sogenannten Fairness im politischen Leben angeht und so, dass wir diese zwar in der Tat übernommen haben, aufgesogen haben, aber dass doch eines immer dabei war, nämlich die beinahe selbstmörderische Fähigkeit, sich zu Tode zu relativieren. Und fast nie einen Standpunkt einzunehmen, wo man sagt, und hier stehe ich nun und hier relativiere ich nicht mehr. Mindestens in dieser Bereitschaft zu relativieren oder in dieser selbstmörderischen Unfähigkeit, mal aufzuhören mit dem Relativieren, unterscheiden wir uns doch, nach meinem Eindruck, von der nachfolgenden Generation. Nun, man hat uns um absolute Ideen betrogen. Aber ich weiß nicht, ob dieses Betrogenwerden nicht sein Gutes hatte. Ich bin der Meinung, dass es sein Gutes hatte. Ich frage mich nur, wie denn nun ein Intellektueller wie Sie, der dankbar dafür ist, dass er um diese absoluten Ideen betrogen worden ist, wenn ich es recht verstehe, mit diesen nachfolgenden 25- und 30-Jährigen intellektuell fertig wird. Sind diese Leute für Sie beschränkt, weil sie an absolute Ideen glauben? Sie beschränken sich selbst. Aber ich bin ja auch beschränkt. Ich bin beschränkt durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und man fängt schon wieder an, mit denen außerordentlich vernünftig sprechen zu können. Sie wissen, das war jahrelang nicht möglich. Und im Augenblick ist es doch schon wieder so, dass wir mit
jungen, intelligenten Leuten die ideologisch festgelegte und man kann auch sagen vorfabrizierte Meinungen haben, schon wieder reden können. Da allerdings glaube ich, das werde ich immer können, so alt ich werde. Dies, was Sie jetzt gesagt haben, ist nicht eine Hoffnungserklärung für den Kandidaten, eine Hoffnungserklärung des Kandidaten, der mit Jungdemokraten und Jungsozialisten fertig werden muss, sondern Sie glauben, die nachfolgende Generation kehrt sich zu einem Teil bereits von der Selbstbeschränkung ab. Mindestens hat sie erkannt, dass das Nicht-Miteinander-Reden ihr nichts mehr bringt. Sie muss mit der Umwelt ins Gespräch kommen. Wir gehören zu ihrer Umwelt. Wir werden mit ihr sprechen. Ist dieses nach Ihrer Vorstellung eine Einsicht darin, dass das der einzige mögliche Weg ist? Oder ist dieses ein taktisches Zurückstecken für eine befristete Zeit? Auf meiner Seite oder auf Seiten? Auf Seiten der jungen Ideologen. Das vermag ich nicht zu sagen, das muss ich herausstellen. Aber auf jeden Fall sehen Sie, Sie kommen mit Ihren absoluten, mit Ihren Verabsolutierungen nicht weiter und müssen sprechen. Das, finde ich, ist viel wert. Worin haben nach Ihrer Auffassung und Einsicht die heute 40- bis 50-Jährigen hierzulande am meisten versagt? Ich kann nur sagen, worin ich versagt habe oder was mein eigener Mangel gewesen sein könnte. Ich habe meine eigene Rolle im Pressewesen zu naiv aufgefasst und in der Tat erst reflektiert, als diese studentische Bewegung uns über den Hals kam. Erst damals ist mir richtig klar geworden, was ich mache. Ich habe es dann weitergemacht, wenn Sie so wollen, mit ganz gutem Gewissen. Aber nicht mehr naiv, sondern mit einer gewissen Erfahrung, gelegentlich auch Gebrochenheit. Ich komme auf diesen Teil Ihre Erfahrungen, so wie ich meine, dass Sie sie haben sammeln müssen in den letzten 20 Jahren. Hier will ich mal wissen, gehört nicht zum Teil zum Versagen auch, dass Leute wie Sie sich zwar immer geniert haben, große Absichten und Erwartungen einzugestehen, weil das anders nicht in den Stil und in die Attitüde gepasst hätte, dass aber in Wahrheit hinter Ihrer öffentlichen Arbeit zum Beispiel immer die schier illusionäre Hoffnung auf die Ratio und auf die Möglichkeiten der Aufklärung stand? Das kann ich überhaupt nicht erkennen. Ich erkenne im Moment auch nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich will darauf hinaus, dass ich meine, dass jemand wie Rudolf Augstein und Sie darin beinahe stellvertretend für die Intellektuellen Ihres Alters in diesem Lande eine Haltung gegenüber der Gesellschaft, in der Sie leben, eingenommen haben, die immer ein bisschen unterkühlt, immer ein bisschen wenig Verständnis hatte für emotionale Bedürfnisse, wie sie die Gesellschaft zum Teil hat. Und dies alles immer auf der illusionären Hoffnung, die Ratio sei das, was man den Menschen vermitteln könnte. Man könne eine neue Aufklärung bewerkstelligen. Aber wir machen im Moment doch nichts anderes als auf die Vernunft und auf die Ratio zu setzen. Mit welchem Erfolg? Mit dem Erfolg, dass wir gelegentlich aufzeigen können, wie etwas aussehen könnte und es dadurch Wirklichkeit wird. Das heißt, Sie bauen auf die Ratio? Nach wie vor. Auf was sollten wir sonst bauen? Sehr gut. Sie können ohne dieses Vertrauen auf die Ratio politisch nicht handeln? Politisch nicht handeln. Vielleicht leben, aber politisch nicht handeln. Akzeptieren Sie, dass dieses möglicherweise eine Selbstbeschränkung Ihres politischen Handelns ist, die Sie vielleicht auszeichnet, die Sie aber auch für bestimmte politische Erfordernisse lähmt? Überhaupt nicht. Strauß zum Beispiel ist nicht immer nur angewiesen auf die Ratio. Strauß hat sich damit immer selbst im Wege gestanden. So wie Sie hier sitzen, sagen Sie, ich, Rudolf Augstein, glaube,
an den endlichen Sieg der Ratio. Überhaupt nicht. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Wort endlich. Es gibt keinen Endsieg und es gibt auch keinen endlichen Sieg und es gibt auch keinen endlichen Sieg. Bei der nächsten Bundestagswahl. Bei der nächsten Bundestagswahl hoffe ich natürlich, dass die Partei, die ich vertrete und für die ich kämpfe, einen größeren Stimmenanteil bekommt. Das ist selbstverständlich. Jeder, der eine Partei vertritt, wird das hoffen und wird dafür arbeiten. Und Sie gehen davon aus, Stimmabgaben erfolgen aus Ratio? Ich gehe davon aus, dass eine nennenswerte Chance ist, bei der nächsten Bundestagswahl vernünftige Überlegungen zum Siege zu bringen. Zwischendurch gesagt, wie geht die Wahl aus? 50-50, das wissen wir alle beide. Es hat gar keinen Sinn, irgendeine Voraussage zu treffen. Wenn wir aber, gut, wenn wir es doch tun, die FDP wird etwas mehr bekommen, sie wird beträchtlich mehr bekommen, die SPD wird halten und insofern wird eine arbeitsfähige Mehrheit der jetzigen Koalition möglich oder wahrscheinlich sein. Es kann alles ganz anders kommen. Da wir bei diesem Punkt jetzt sind, wir kommen auf den anderen wohl doch mal zurück. Unterstellt, wir hätten nach der Bundestagswahl ein Wahlergebnis, bei dem die jetzige Koalition 5 Stimmen Mehrheit hätte und eine Koalition CDU, CSU und FDP, für die Sie kandidieren, hätte 20 Stimmen Mehrheit. Was wird Ihre Partei, die FDP, tun? Das ist nun eine so schlechte Rechnung. Das würde ja, glaube ich, bedeuten, dass wir nur 15 Stimmen in der FDP-Fraktion hätten. Das ist doch wohl gar nicht möglich. Nein, dieses wäre ja auch dann möglich, wenn die SPD ihren Stimmenanteil nicht hält. Aha, richtig. Mit 5 Stimmen Mehrheit würde die jetzige Regierung weiterregieren. Alles unter 5 bewirkt eine Debatte in Ihrer Fraktion? Debattiert werden muss immer. Aber ich glaube, mit einer Stimme Mehrheit würde diese Regierung fortgesetzt. Wie anders sollte es gehen? Angenommen, Sie würde es nicht. Was würden Sie tun? Das weiß ich nicht. Ich würde mit allen meinen Kräften dafür wirken, dass das Richtige, das nach meiner Ansicht Richtige, geschehe. Und im Übrigen muss ich mir meine Entscheidung vorbehalten. Immer vorausgesetzt, ich säße überhaupt im Bundestag. Dies setzen wir voraus. Wo endet für Sie die Parteidisziplin? Wo eine Partei etwas völlig Unvernünftiges von mir verlangen würde, oder etwas, gestatten Sie das große Wort, etwas Unmoralisches, Unsittliches, würde ich nicht mitmachen. Ist ein Entschluss der Mehrheit der FDP-Fraktion, der neuen FDP-Fraktion, wenn Sie ihr angehören, wegen bestimmter Mehrheitsverhältnisse, wegen der Behauptung, man müsse nun anders koalieren, um die Stabilität der Regierung herzustellen, eine unsittliche Forderung? Das weiß ich nicht, das hängt von der Situation ab, aber solch eine Mehrheit wird es ja nicht geben. In dieser Fraktion, die wir zu erwarten haben, nicht. Sie reden wirklich wie ein Kandidat. Ja, oder wie ein Prophet. Wenn man betrachtet, Herr Oxen, womit Sie sich als Journalist beschäftigt haben, dann kommt man darauf, dass es vornehmlich die Außenpolitik, die deutsche Ostpolitik und die Moralfragen der Parteipolitik gewesen sind. Moralfragen, die sich dann an das Verhalten einzelner Politiker, zum Beispiel Franz Josef Strauß, knüpften. Die Diskussion, und Sie haben das vorhin schon angeschnitten, die Diskussion über gesellschaftliche Zusammenhänge, über Klassenabhängigkeiten, über Machtstrukturen, die nicht an Personen gebunden sind. Diese Diskussion, die vor etwa 5 Jahren nach meinem Eindruck in diesem Lande entstanden ist, hat Sie überrascht und unvorbereitet gefunden. Jedenfalls kann man das meinen, wenn man liest, was Sie geschrieben haben. Wie erklären Sie sich diesen Mangel an Einsicht oder diesen Mangel an früher Einsicht in eine so wichtige politische Problematik bei Rudolf Ochsen? Ich war wohl immer der Ansicht, dass bedürftige Menschen ihre Bedürfnisse selbst ausfindig machen und artikulieren könnten. Da habe ich dazugelernt. Ich weiß inzwischen, dass das nicht durchweg so ist. Andererseits haben wir auch inzwischen erlebt, dass die studentische Bewegung gerade da gescheitert ist, wo sie als stellvertretender Sprecher für die Interessen anderer Bevölkerungsteile aufgetreten ist.
sodass also meine ursprüngliche Haltung mir selbst auch wieder einsichtig erscheint. Aber es ist doch eine Haltung, die, wie Sie eben selbst sagen, davon ausgeht, wer etwas braucht, wird schon schreien. Ja. Das heißt, Sie unterstellen den Unterprivilegierten, deren Existenz Sie nicht leugnen, die natürliche Fähigkeit, vernehmlich genug zu schreien. Ich habe Ihnen das unterstellt und bin da eines Besseren belehrt worden. Sagen aber, dass es da schon wieder ein bisschen rückläufig ist. Selbstverständlich, weil das auf die Dauer nicht geht. Wenn also auf die Dauer bestimmte Bevölkerungsteile die Bedürfnisse, die man ihnen beharrlich zuschreibt, selbst nicht wahrnehmen wollen, dann kann niemand sie mit Aussicht auf Erfolg vertreten. Das ist wieder die Frage der Stellvertretung dieser Unterprivilegierten durch privilegierte Gruppen, die privilegiert sind durch ihr Denkvermögen und durch ihre Ausbildung und durch ihre Bildung. Aber in Ihrer Haltung, in dem, was Sie begründen, wie Sie begründen, dass Sie diese Thematik so lange außer Acht gelassen hatten, steckt darin die Befangenheit des Bourgeois, ja, der aus einer solchen Familie kommt und der in Wahrheit gegenüber Gewerkschaftsfunktionären immer ein bisschen Hochmut hatte, weil die sich nicht so richtig ausdrücken konnten und der in Wahrheit nicht so richtig reflektiert hat, was es bedeutet, hierzulande und überall zulande auf nichts anderes gegangen zu sein als auf eine Volksschule. Günther, ich fürchte, du willst darauf hinaus, dass der Spiegel besser geworden ist, dadurch, dass du zu uns gekommen bist. Und ich will dir das auch neidlos zuerkennen. Aber im Übrigen vermag ich nicht einzusehen, wieso die Erklärung, die ich gegeben habe, nicht ausreicht. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass Leute ihre Bedürfnisse nicht artikulieren. Und ich weiß inzwischen... Woher kommt die Beschränkung, dass Augstein sich das nicht vorstellen konnte? Nun, wo bin ich denn hergekommen? Gut, ich bin aus dem Bürgertum gekommen. Meine Eltern waren keine Arbeiter. Meine Eltern waren keine Unterprivilegierten. In unserer Zeitung, die eine Wohlstandsinsel ist, konnte ich damit auch nicht so in Kontakt kommen, dass ich Einsichten hätte gewinnen können. Es musste mir eingebläut werden. Und ist es denn nicht am Ende auch immer noch so, trotz allem, was wir von der APO an Nachhilfeunterricht bekommen haben, Augstein genauso gut wie ich und andere, dass Sie am Ende immer noch glauben, dass Männer Geschichte machen und nicht Klassen? Nein, das ist ein weites Thema, aber wenn Sie mich danach fragen, ich finde, ein historisch interessierter Mensch, der einen Bismarck, das Genie eines Bismarck, nicht bewundert, ist ein Trottel. Aber natürlich wissen wir, dass die ökonomischen Bedingungen, unter denen Bismarck arbeiten konnte, schon entschieden waren, bevor er die Bühne betreten hat. Haben Sie das immer gewusst? Das habe ich nicht immer gewusst. Das weiß ich seit Fritz Fischer und seiner Schule. Stört Sie diese Einsicht? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Diese Einsicht vertieft ja unsere historischen Erkenntnisse. Denn, jetzt kommt der nächste Schritt, wenn es Bismarck nicht gegeben hätte, dann hätten möglicherweise die geschichtlichen Abläufe in Mitteleuropa eine ganz andere Richtung genommen. Das wollen wir nicht verkennen. Im 20. Jahrhundert, ich habe mich oft gefragt, ob die russische Revolution ohne Lenin zum Erfolg gelangt wäre. Ich bin ziemlich sicher, dass die chinesische Revolution auch ohne Mao zum Erfolg gelangt wäre. Das heißt also, je dichter das Geflecht der Kommunikation, der Technik und der Wissenschaft wird, desto weniger machen Männer Geschichte. Früher haben Sie danach Männer Geschichte gemacht. Selbstverständlich hat Zar Peter in Russland Geschichte gemacht, weil es ein gänzlich unterentwickeltes europäisches Land war, dem das Tor nach Westen aufgestoßen werden musste. Das hat Zar Peter besorgt. In diesem Punkte eindeutig Antimarxist. Nicht Zar Peter, sondern Rudolf Augstein. Der Marxismus, dessen Denkansätze für die gesamte abgelaufene Geschichte in dem einen Punkt fruchtbar sind,
in der einen Behauptung, dass Interessen sich gegen Überbauideen durchsetzen. Dieser Marxismus ist doch entwickelt worden im industriellen Zeitalter. Er ist also nicht schematisch rückwärts zu übertragen, etwa auf die Zeiten Zar Peters. Herr Oxen, Sie haben viele Jahre als der Wortführer einer bestimmten Oppositionshaltung in der Bundesrepublik gegolten. Aber als sich dann tatsächlich eine neuartige Opposition aus den Studentenprotesten bildete, da haben diese Oppositionellen zwar Rudi gerufen, aber sie haben Dutschke gemeint und nicht Augstein. Das ist richtig. Ich habe das sogar selbst erlebt in meiner letzten Veranstaltung vor Studenten in der Hamburger Universität. Da wurde tatsächlich, übrigens verlief die noch ruhig ab, es war die letzte, wie gesagt, da wurde nach Rudi gerufen, es war der andere. Hat Sie dieses getroffen? Es hat mich einen Moment verblüfft. Es hat mich später nicht mehr getroffen, als ich merkte, dass die Zeit der Diskussion und des Gesprächs unterbrochen und abgebrochen war. Ich gebe zu, ich war ehrlich verblüfft. Aber Intellektuelle wie Sie haben doch lange versucht, Anschluss an diese neue Opposition, an diese neue Bewegung zu halten, zu gewinnen. Nein, das muss ich bestreiten. Wir haben versucht, sie zu erkennen. Wir haben versucht, das, was ihr zugrunde lag, zu erkennen und für uns Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wir, vielleicht Sie, ich weiß es nicht, aber ich jedenfalls bin ihr nicht hinterhergelaufen. Ich glaube, Sie sind ihr hinterhergelaufen. Gut, müssen wir es dabei belassen. Sie sind ganz sicher, dass Sie das nicht versucht haben? Niemand ist ganz sicher über die innersten Beweggründe seines Handelns. Aber mich hat die Absolutheitsansprüche und das nicht mehr sprechen können, dies beides hat mich... Von wann an haben Sie das erkannt? Dieses Unvermögen, miteinander noch sprechen zu können? Von dem Moment, in dem Dutschke auftrat, mit dem man sprechen konnte. Das ist das Merkwürdige. Ja. Sie selbst haben ja übrigens mit ihm gesprochen. Ja. Also mit Dutschke konnte man sich immer rational unterhalten, was nicht bedeutet, dass er selbst, wenn er ins Reden kam, vor einem Auditorium immer rational gesprochen hätte. Das heißt, die Kluft tat sich auf durch den Ausbruch von Irrationalität auf der anderen Seite? Ja, das kann man sagen. Aber diese Irrationalität muss auch ihre Gründe haben und diesen Gründen müssen wir hinterherfragen, immer noch. Welche Gründe hat sie? Ich habe es nicht herausfinden können. Es gibt viele Gründe. Wenn wir von... Letztlich glaube ich, dass das Unvermögen in dieser technisch verwalteten Welt, die immer technischer verwaltet wird, mit Ideen Durchbrüche erzielen zu können. Junge Leute brauchen das Gefühl, für eine absolute Sache sich einsetzen und mit ihr etwas bewirken zu können. Das aber ist nun überhaupt nicht die Gegebenheit, in der wir uns heute befinden. Reden wir mal von in dem Sinn das Ende doch der so oft totgesagten und wieder auferstandenen Ideologie. Was möglicherweise die Jungen noch nicht erkannt haben. Nein. Reden wir mal... Was wir ihnen nicht übel nehmen können, wenn sie es noch nicht erkannt haben. Reden wir mal nicht von den Jüngeren, reden wir mal von den Älteren. Haben die Linksliberalen und die linken Intellektuellen unseres Alters, zwischen 40 und 50, ihr politisches Engagement am Ende doch in einem elfenbeinernen Turm der moralischen Positionen betrieben und haben sie dadurch beispielsweise dem Staat nicht gegeben, was der Staat braucht? Besteht heute die Gefahr, dass etwa die Maßstäbe von Recht und Ordnung von den falschen Leuten gesetzt werden, weil die intellektuellen Wortführer dieses Landes dieses Thema unbesetzt gelassen haben? Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, dass der Staat im klassischen Sinne des 19. Jahrhunderts nicht mehr existiert. Es existieren Wirtschaftsgemeinschaften mit bestimmten Wertsystemen, mindestens in unserem europäischen Raum. In Afrika mag das ganz anders sein. Und es hat gar keinen Sinn, auf etwas, auf Formen zurückgreifen zu wollen, die sich überlebt haben.
Wie Sie ja auch sehen, dass schon die EWG hätte ja gar keine Zukunft, wenn der alte Staatsbegriff noch lebendig wäre. Ja, aber sehen Sie, was jetzt in München bei den Olympischen Spielen passiert ist. Kann man ganz ausschließen, dass die Westdeutschen unter anderem wegen ihrer und meiner und unserer Art, mit ihnen umzugehen, sie über den Journalismus aufzuklären, so gut man es kann, so verunsichert sind, dass sie in bestimmten Situationen aus Angst vor der üblen internationalen Nachrede gar nicht mehr ganz natürlich reagieren und sagen, da besteht die Gefahr, dass was passiert, also kommt Polizei her. Weil, wenn sie Polizei herholen, die üble Nachrede beginnt. Eine dummerhaftige Nachrede, die zeigt, dass die Leute im Ausland genauso dumm sind wie wir. Besteht nicht doch die Möglichkeit, dass wir daran mitgestrickt haben? Nein. Ich finde wirklich nein. Wenn ich gerade jetzt die Olympischen Spiele sehe, es ist doch wahr, dass man nicht hinter jeden Athleten einen Polizisten stellen kann. Es ist doch wahr, dass der Schutz der israelischen Mannschaft unzulänglich war, aus Gründen, die mit unserem Thema nichts zu tun haben. Insofern also, was hätte es uns genützt, wenn wir mehr Staat in München praktiziert hätten, als wir haben? Von großem Eigentum geht Macht aus, Herr Augstein. Stimmen Sie mir darin zu? Selbstverständlich. Übrigens auch eine Einsicht, die ich ganz zu Anfang 1945 nicht hatte. Muss man unter den Umständen nicht sagen, wenn man Macht umverteilen will, dass man dann auch Eigentum umverteilen muss. Und wenn man dieses sagt, muss man dann nicht auch sagen, das ist mehr als nur eine reformerische Veränderung unserer Gesellschaft? Dass Quantität in Qualität umschlagen kann, ist oder umschlägt, ist eine Binsenerkenntnis. Von Marx. Ja, gut, und von manchen anderen übrigens auch. Aber es geht hier in unserer Gesellschaft nicht so sehr um Umverteilung des Bestehenden, sondern es geht um die Verteilung des künftig Anwachsenden. Warum geht es denn nicht um die Umverteilung des Bestehenden? Sagt das nur der FDP-Kandidat? Nein, ich glaube, dass man ein System ruiniert, wenn man die gewachsenen Beziehungen und Verflechtungen umstülpt und auf den Kopf stellt. Das kann man durchaus in revolutionären Situationen machen. Man zahlt dann einen Preis, den wir ja übrigens in manchen Ländern gesehen haben. Der Preis ist immens, den man dann bezahlen muss. Nur, wo ist die Situation in unserem Land, die solch einen Preis auch nur diskutabel erscheinen ließe? Sie haben nach meinem Eindruck einmal einen Fehler gemacht, bald nach Bekanntwerden Ihrer Kandidaturabsicht. Da haben Sie nämlich gesagt, statt der FDP hätte es auch die SPD sein können. Und das war, wie ich meine, ein Fehler, weil das Parteidelegierte nicht gern hören. Sie haben versucht, diesen Eindruck zu verwischen. Aber in Wahrheit war das ja vielleicht die ganz korrekte Antwort, die Sie damals gegeben haben. Ist es denn nicht so, dass für Sie die Verhinderung einer Regierung Bachzel-Strauß wichtiger ist als die Frage, ob Sie bei der SPD oder FDP sind? Die Verhinderung einer Regierung Bartel-Strauß im Moment ist so wichtig, dass man beinahe, wenn man kein positives Ziel hätte, sagen könnte, es ist das Ziel Nummer eins. Insoweit richtig. Aber im Übrigen habe ich ja nicht gesagt, es hätte genauso gut die SPD sein können. Sondern, wenn man es theoretisch betrachtet, dann ist es natürlich so, dass sowohl in der SPD wie in der CDU wichtige Abgeordnete sind, die genauso gut in der FDP sein könnten. Darüber brauchen wir zwischen uns beiden, glaube ich, keine Unterhaltung. Und umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Dass außerdem in der SPD wichtige gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen stattfinden, die die Parteispitze Außenseitern überlässt, wissen wir auch. Für mich aber stand ja diese Frage überhaupt nicht. Ich hatte ja gar keine Chance, außer
in der Partei, mit der ich am meisten übereinstimmte. Wenn Sie die Chance der Wahl gehabt hätten, was hätte Sie denn dann veranlasst, zur FDP zu gehen? Weil ich mit ihr mehr übereinstimme. In welchen Punkten? Gerade in den Punkten, auf die es nach meiner Meinung in der Zukunft ankommt, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich. Was heißt ich das? Bin nicht mehr der, der ich vor 3 Jahren war. Ich glaube Sie nicht sind mehr... Sie sind weniger links, oder was? Bitte? Sie sind weniger links? Lassen Sie diese Begriffe von links und rechts jetzt mal weg. Die helfen uns ja nicht immer weiter. Ich bin nicht mehr der Meinung, dass man, die übrigens wir Journalisten ja wacker genährt haben, dass man so viele Reformen auf einmal haben kann, ohne dass man die auf eine Weise zu viel verlangt, dass man nichts erhält. Ich glaube also, dass wir alle einem gewissen blinden Reformismus erlegen sind. Und da die Gewichte wieder zurechtzurücken, ist die SPD in dem Zustand, in dem sie sich jetzt befindet, nicht imstande. Warum nicht? Das ist Sache der SPD. Ich weiß es nicht. Die Auseinandersetzung findet nicht offen genug statt. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Unter welchen politischen Umständen ist für Sie die FDP entbehrlich? Ich muss diese abstrakte Frage nicht beantworten. Unter den gegenwärtigen Umständen, und andere kann ich mir übrigens nicht vorstellen, ist sie nicht entbehrlich. Ich habe aber darüber vor noch gar nicht allzu langer Zeit nicht so entschieden gedacht wie jetzt. Warum meinen Sie denn jetzt, dass sie weniger entbehrlich geworden ist? Ich sehe zwischen diesem einen völlig immobilen CDU-CSU-Block und dem anderen ideologisch aufgeladenen Block SPD, in dem die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen nur verdeckt ausgetragen werden, zwischen diesen beiden Blöcken sehe ich keine Kommunikationsmöglichkeit mehr, wenn sie aufeinander losgelassen werden. Ich glaube also jetzt, was ich vor Jahren nicht geglaubt habe, dass die FDP unbedingt nötig ist, um diesen unvermittelten Zusammenprall zu verhindern. Jetzt muss ich doch noch eine Frage nachschieben. Gehört zu dieser Funktion der FDP auch, dass sie in Ihren Augen gegebenenfalls für die Koalition mit der CDU-CSU sich bereithalten muss? In dem Moment, wo die CDU-CSU eine Parteigruppierung wäre, mit der man das, was ansteht, überhaupt vernünftig diskutieren könnte, was im Moment nicht der Fall ist, in dem Moment könnte selbstverständlich die CDU-CSU als Partner der FDP wieder in Frage kommen.